Mal gucken, wo der Lümmel wohnt. Dass der auch immer zu solch unsittlichen Zeiten zu uns in die Filiale will. Beim Bahnhof, echt tolle Gegend, wie sie ausschaut. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Pizza Connection 2. Ratten nein. So, sie es war kurz vor Mitternacht, kurz vor der nächsten Stunde, deswegen habe ich da mal schnell gewechselt. Nächstes Hauptquartier, ja. Kostet wie viel? 52.000 und dann das. Wenn wir wieder im Plus sind, werde ich auch dem Bürgermeister mal 5.000 zustecken. Die Gourmet-Sterne müssen auch irgendwann mal angefangen werden. Immerhin haben wir schon eine passende Filiale auch schon eingerichtet. Personal muss noch rangeschafft werden, also im Sinne von, wir müssen es ausbilden. Genau, wo wohnt er genau? Okay, wir stalken ihn in diesem Haus. Achso, ich hab's immer noch offen. Ups. Die Mission meine ich. Bei der Uni-Hauptbahnhof, dieses Haus. Mal gucken, ob er irgendwann vom Bürgermeister rausgeschmissen wird. Die beste Filiale der Stadt hat einen riesen Einflusskreis und das bloß mit mittlerer Ausbaustufe. Greift beide Schulen ab. Dann greifen wir jetzt auch mal uhrzeitmäßig die Schulen ab. 6 Uhr geht's los. Eher aufmachen muss man gar nicht. Ja, die kommen gerade erst. So. Ach, ist schon. Na, gut. Sie haben ein muss ich ja gar nichts ändern. Angebot erhalten. Oh. Geil. Das beste Missionsangebot seit langem. Schalten Sie eine publich kleine, einfache Filialwerbung mit einer Werbewirkung von mindestens 45%. Hoffentlich passt das jetzt auch. Und dann, wenn Sie das nächste Gebäude kaufen, brauchen Sie nichts für den Bau einer Filiale zu bezahlen. Die Docs rufen. Rimini ist gerade die schlechteste Filiale. 45 Mindestwirkung. Gucken, ob wir da hin... Gott, Wirkung gleich nur... Oh, oh. Okay, können wir hier vergessen? Oh, oh. Na, wobei. Bringt Verunglimpfen was? 36, das höchste. Oh, kacke, das wird schwierig. Scheiße. ja. Okay, hab ein Problem. Erstmal 0. Echt toll. Mann, dabei ist das schon mal so einfach und dann klappt das nicht. Hier wird auch nichts kommen. Scheiße. Ich glaube, ich lade nochmal. Der Negativeffekt. Oh, Double Dark Kaufpreis. Bis wann haben wir Zeit? Oh. Bis 20 Uhr heute. Ja, wenn es jetzt nichts wird, dann wird es nichts mehr. Zutaten bringen 0. Ist bloß so Beiwerk. Könnten wir nochmal nachlesen, aber gucke ich jetzt nicht. Scheiße. Mann, ich habe mich so gefreut, so ein tolles Missionsangebot zu erhalten. Ach, zu früh gefreut. Was? Ort? Quartal? Oder wie? Hä? Ach, das kommt jetzt erst. Stimmt, das kam immer, aber eben zu spät. Ist ja schon längst beseitigt. Ach, ist die Einrichtung besser geworden? Noch schlechter? Weil schmutzig war, kaputt geht ja noch nicht. Ich glaube, ich muss ja nochmal den Innenarchitekten ranlassen. Ich muss auch, glaube ich, nochmal den Rezeptkoch ran schicken. Der uns hier auf Paris was zuschneidert. 10.000 im Plus, ey. Stadtwerbung, Quatsch. Hier ändert sich nichts mehr entscheidend. Aber wir haben noch kein Platzproblem bei irgendeiner Filiale bekommen. Die bleiben alle weiterhin nicht ganz ausgelastet. Gott. Die 4 ist mittlerweile überschrieben. Zur Folgenbeginn. Gleicher Stand. Wir könnten dem nochmal stalken. Der müsste hier noch auf dem Weg sein. Jo. Okay, schade. Nö. Nee. Habe ich jetzt noch irgendwas Entscheidendes gemacht in der Zwischenzeit? Die Werbung ist schon beendet. Manager einstellen wäre nicht verkehrt. Zumindest hier.
Und vielleicht da auch, wo es nötig ist, bei Rimini. Von 3 Uhr an. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Machen wir es mal so. Ach, keinen weiteren. Okay, es geht bloß einer, gut. Frage beantwortet aus der letzten Frage. Es geht bloß ein Manager. Wäre irgendwie blöd, wenn nicht, weil dann würde ja... Egal. Polizeigebäude? Nö. Die Belohnung ist doof. Wie viel geht bis minus? Boah, 102 sogar. Cool. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Keine einzige kostenlos. Ja, wäre, glaube ich, nicht verkehrt bei meiner Bonzenbewertung. Oder muss ich die einfach noch erholen? Die war ja schon im gelben Bereich. Aktuell bei 29, die war auch schon mal schlimmer. Ich werde es mal im Auge behalten. Wachen ausbilden muss ich, glaube ich, noch nicht. Ja, solange keiner herumballert, müssen die nicht besser geschützt sein. Und solange wir keine Gangster einstellen können, können die das auch nicht. Und ich weiß auch gar nicht, bis wohin man mit dem Hauptquartier in Paris gehen kann. Also Stufe 4 geht auf jeden Fall noch. Erhalten. Landesgeschmack verändert sich zu Gunsten einer der von ihnen verwendeten Zutaten. Bis drittes würden wir schaffen mit 100.000 aktuell. Und es wird hoffentlich noch mehr. Solange wir an keine Krise verfallen, Filialen dicht machen. Die Belohnung finde ich gerade nicht toll. Eine Zutat. Ich habe das auch immer sehr selten gemacht. Ich habe mir immer ganz gerne Einflusskreisvergrößerung geholt. Das war gerne eine Belohnung. Oder eben Bau einer Filiale kostenlos. Oder Hauptquartier. Neues Missionsangebot erhalten. Oder Wachen habe ich schon gesagt. Was habe ich mir noch immer geholt? Also Filialbau kostenlos, Wachen, Einflusskreis. Die drei auf jeden Fall. Die sind immer bei mir sehr beliebt. Einflusskreiserweiterung haben wir hier noch gar nicht bekommen als Angebot. Als Belohnung. Meine ich nicht in diesem Let's Play hier schon gesehen zu haben. Nö. Okay, Sie die... haben ein neues Missionsangebot erhalten. Rezeptkoch kann ich gleich machen. Mittel oder groß? Ausbau, Mist. Ah, ich wollte mal gucken, wie die Pizza ankam, jetzt wo ich das Bild sehe. Was? Okay, nicht mit dem besten Umsatz heute insgesamt. Ach, hier gibt es noch nicht so viel. Die ist noch nicht so lange auf dem Markt. Null. Auch null. Nur da unten wird die verkauft? In der neuen Filiale? Null könnte noch... Moment, Sie ganz unten. Ein neues Missionsangebot erhalten. Aber die hat schon... Also hier mittlerweile am besten verkauft. Wenn es einer kauft, ja, kostet verdammt viel. Ah, gibt... Sie ist gar nicht mal so weit weg. Bitte? Ja. Ja. Habe ich ja schon, du. Ja klar, er kommt jetzt nochmal, weil Spielstand geladen. Ja, innerhalb der Zeit ein Backwettbewerb gewinnen. Ausbauhauptquartier 52.000. Davon musst du aber auch den Stadtgeschmack sehr gut kennen. Du weißt nicht, für welche Zielgruppe du da was basteln sollst. Wobei, du kannst, glaube ich, rausgehen. Du kannst, glaube ich, weiterhin... Na klar, du musst deine Filialen unterhalten. Du musst aber in der Zwischenzeit dich mit Pizza kreieren beschäftigen. Mach ich nicht. Bringt mir zwar 52.000, aber wozu brauchen wir jetzt zwingend eine neue Ausbaustufe? So, Rezeptkoch. Ich speichere nochmal. Damit schmeißen wir dann erstmal alle Pizzen runter. Oder wir wählen halt bloß ein paar aus, die... Machen wir so, wir tauschen die aus. Sie haben ein neues Missionsangebot erhalten. Moment. Woran erkenne ich dann die neuen, wenn ich die austausche? Die haben ja gleich einen Namen. Das kommt mir nämlich gerade in den Sinn. Lager, mittel oder groß? Nichts für den Bau eines Lagers, aber wir wissen mittlerweile, Lager verkaufen gibt was, von daher machen wir das. Es gibt Geld, das ist super. Das habe ich mir gemerkt.
Mittel oder groß? Wir haben noch ein mittleres. Ja, genau. Oder das, was wir eh schon haben. Ach, das ist ja schon groß. Stimmt, wir haben ja aktuell bloß zwei. Genau, wir hatten mal drei. Hier haben wir ja verkauft für Geld, um Feuerstein zu bauen. Stimmt, stimmt, stimmt. Zum Glück haben wir gerade Geld. Tja, Rezeptkoch. Wie gesagt, wenn ich mir jetzt welche kaufe, wie kriege ich raus, wenn die dann beide in der Liste stehen, welche welche ist? Welche Pizza? Zitze. Deswegen die ganze Liste löschen. Die ganze Speisekarte. Ich kann nur laden und speichern. Speichern. Da ist das Rezept dabei. Genau. Kein Rezept, bloß die in der Speisekarte kann ich nicht rausbekommen. Ist gerade gar nicht so einfach. Laden kann ich, ganze Speisekarten. Wenn wir hier uns an der... Hier ist er noch bei 100, ne? Genau, wenn wir uns hieran aber orientieren, unsere Pizzen sind schon ziemlich super. Plus Rezeptinfo machen, Moment. Speisekartenbewertung insgesamt, ne? Ja, genau. Ja, könnte schon besser sein. Ich mach's mal. Also. Ich speichere trotzdem mal. Das war jetzt. Moment, das war. Die Mission erfüllt. Super. Machen wir es mal so. Ich will die Pizza nicht verwerfen, obwohl ich die auch sehr einfach nachmachen könnte, möchte man meinen. Aber das ist gar nicht so einfach, wie es ausschaut. Da braucht schon sehr viel Fingerspitzengefühl. Ein Klecks woanders hin, leicht deplatziert und schon ist die ganze Pizza im Eimer. Gut, also ich habe die mir mal sicherheitshalber gespeichert. Das war eigentlich der eigentliche Hintergrund. Speisekarte. Alles raushauen. Ich das wirklich so umständlich machen? Gleich haben wir mal kurzzeitig gar keine Pizza auf der Karte. Ich habe die Standardpizzen auch ausgehauen. Na, belassen wir die einfach mal so. Einzelne Rezepte, die gut ankommen, soll ich eigentlich behalten, ne? Das ist gerade gar nicht so einfach. Die kommt echt gut an, aber ich mach's doch erstmal so radikal und hau die bis auf die Standarddinger alle raus. Also die Madrid-Spezialpizzen fliegen jetzt mal raus. Was hat er hier gerade geändert? Die bleibt, die fliegt weg. Da geht immer wieder. Hä? Aber die kann weg. Pizza Tourist, das ist ja eine gekaufte. Da Standard. Da dazu Schinken Margarita. Gruftis, die kann weg. Die kann auch weg. Genau, alles die drei Standard und die drei selbstgemachten. Und jetzt Rezeptkoch. Moment, sind die jetzt aber hier? Scheiße, sind die alle hier? Wie kriege ich die da raus? Wenn ich mir jetzt eben... Hier kaufe. Moment, ich merke mir mal die Nummern. Geht das? Oh, Yuppie 2 haben wir schon. Okay, die höchsten Ziffern werden das dann sein. So kann man sich's dann wohl merken. Oh, die sieht ja aus. Hier ist ja gar nichts drauf. Oh, ich kaufe gerade so viele Kinderpizzen. Stimmt, die rutschen ja nicht automatisch hoch. Ach du Kacke. Na gut, höchste. Na, wie ich jetzt Zeit verplemper. Also Kind habe ich jetzt schon genug, dann Teenie, Studenten, ganz schön komische Grünkleckse, die Yuppies, die Bonzen, habe ich jetzt Touristen schon? Egal,
Hinzufügen. Nee. Plus jeweils zwei. Hinzufügen. Zwei. Das sind noch die unteren. Ja, die reihen sich unten an. Okay, da kann man, so kann man die auch unterscheiden. Die neuen sind ganz unten. Ich hoffe, die sind gut, die Pizzen, die wir eingekauft haben. Wir haben die da schon da einzeln gesehen, wie die bewertet wurden, aber... Jetzt kommt's drauf an. Was war das? So, Kind haben wir genug. Hier könnten wir noch welche hinzufügen. Das ist die Rezeptinfo und Speisekartenbewertung. Naja. Hat sich jetzt nicht so doll verändert, ne? Wobei, gefühlt doch ein klein wenig. Ich habe immer noch nicht voll ausgebaut, das ist echt selten. Moment, war der hier? Nee, Moment, ich mach so. Den haben sie nicht geschafft. Nö. Hier war niemand Neues. Gut. Nur noch eine kleine Filiale da oben in der Ecke. Armer Kerl. 30.000, ich muss ausgeben. Ich habe jetzt so lange mit den Pizzen rumgeeiert. Aber getan hat sich nicht viel. Na gut, meine ich zumindest. Personal ausbilden, wie viel Zeit haben wir noch? Noch genug. 23 Uhr, die sind noch. Okay, warten wir noch ein Stück. Ein Stück warten. Ah, die Uhrzeit. Ich will hier Bilanz gucken. 7, 19, 26, 14. Super. Alle im grünen Bereich. Überall die gleichen aus. Sonstiges. Ach, wir haben hier. Hier haben wir, glaube ich, die Rezepte gekauft, ne? Sonstiges. Ne, schon bei Ausgaben war das. Doch nicht. Ausgaben. Doch, muss da sein. Da gibt es auch Sonstiges. Ausgaben, Miete, Unterhalt, Lager, Bau, Ausbau, Inventar, Personal. Ne, steht nicht da. Hm. Manager, Lieferservice, Zutaten. Verbrauch für Tischbewirtung und Verdorbenes. Nö. Hm, dann halt nicht. Ah, Umsatz. 908. Über 100.000, deutlich. Hab gar nicht drauf geachtet. Okay, immer noch eins. Also das haben wir noch nicht nebenbei geschafft, die 50%. Wir haben noch genug Zeit. Noch, noch. Das Lager behalte ich mir noch als mittleres. Vielleicht brauchen wir da noch was. Lager bauen, Geld einnehmen. Wollen wir da ein Hotel oder so mal ausbauen? Weil dann würde das bedeuten, dass das Lager auch mehr wert ist. In der Theorie, ne? Die Oper werden wir nicht wegnehmen. Wo bin ich denn gerade gar nicht vertreten? Hier, hier will ich aber noch hin. Eins mal als Referenz. Nur mal gucken. Uiuiui. Schulen sind richtig teuer. Bringen aber auch viel Umsatz, weil die da hingehen, die Kinder und die Jugendlichen, die hauen schon ordentlich Geld raus. Vor allem gibt es eben von denen viele. Hier unten könnte man was Dickes in Anspruch nehmen, aber hier gibt es nichts. Das Stadion geht ja leider nicht. Wieso leider? Hm. Hier oben in der Ecke gibt es da was? Kaufhaus. Ich guck mal, was bringt denn so ein Kino? Die Schulen sind, glaube ich, schon. Ne? Kino ist auch nicht verkehrt. Die Uni war hier oben. Klingt so gelangweilt, das Geräusch von den Leuten da drin. Hotel ist nicht so dick, hier hatten wir ja schon geguckt. Hotel, Kino hatten wir schon, Hotel hatten wir schon. Banken gibt es natürlich noch, aber die werden halt bei uns. Ja, eine Schule ist schon am dicksten, da müssen wir eine Konkurrenzschule wegnehmen. Gibt es denn noch so viele? Also hier, die wollen wir nicht wegnehmen, hier wollen wir selbst noch hin. Wir haben zwei, die nehmen wir uns auch nicht weg. Die da. Da würde er hier viel verlieren. Ich hoffe, die Schule macht da wirklich was aus. Mal gucken, wie viel das Lager einbringt.
Tut mir leid. Wieder ganz gemein gewesen. Demgegenüber, der hat viele Kinder hier. Naja, viele. Zwei Kinder sehe ich, ein Teenager. Na, hier ist noch ein Kind versteckt, da. Drei. Student. Na gut. Die Einflusskreise wachsen von Haus aus. Personal, 3 Uhr. Ha, leicht verpasst. Aber ich sehe gerade, das machen wir in der nächsten Folge. Also, nächste Folge, Personal ausbilden. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.